liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Voll Total, der Sendung mit den, ja, heute kann man wirklich schon sagen, gewichtigsten Ausschnitten aus den deutschen Talkshows. Ja, wir haben so einige dicke Brocken und manchmal auch ganz schön schwere Geschütze für Sie rausgesucht. Leichte Kost zum schweren Thema. Deutschlands kuscheligste Kugelkörper. Moin, Jeanette. Hallo. Schön, dass du da bist. Darf ich fragen, was du wiegst? Ja, jetzt mittlerweile 144. Ja, und das heißt, warum hast du es jetzt so betont? Weil ich vor 176 gewogen habe. Ui. Ja. Freiwillig abgenommen oder hat der Arzt das gesagt? Oder? Nein, freiwillig. Ich habe zwei süße Kinder. Aha. Und möchte mich einfach wieder freier bewegen können. Aha. Und mache das halt auch, ich möchte gerne wieder einen Job machen. Was habe ich für Beeinträchtigungen? Also, ich habe ja jetzt durch den Sport sehr viel auch abgenommen. Aber jetzt ist es mittlerweile so, 32 Kilo, die bleiben ja nicht irgendwo hängen. Und ja, seitdem es halt alles hängt, kann ich keinen Sport mehr treiben. Das heißt, ich habe halt diese typische Fettschürze, ich habe halt einen sehr starken, ganz starken Hängebauch. Und ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, ich kann nicht mehr laufen. Alles entzündet sich, geht nicht mehr. Entzündet sich? Ja, es ist halt immer rot. Also du musst dir das vorstellen, der schwitzt ja. Und dieses Schwitzwasser ist salzig. Und dadurch bilden sich halt rote Pusteln. Es nässt und es riecht und es tut weh. Thorsten, grüß dich. Hi, Olli. Was hältst du generell von Frauen wie Jeanette? Also Abstand, jetzt? Sieht man das nicht? Also, darf ich ganz kurz, wie viel wiegst du? Ich wiege jetzt 144. Und das andere Bein? Bitte? Und das andere Bein auch? Das war jetzt ein Witz, ne? Hallo Angela, grüß dich. Hallo, schön, Olli. Dass du da bist. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Ja. Aber nicht vom Laufen. Sondern? Von dem süßen Jungen. Oh, er sieht ja wirklich schnuggelig aus, ne? Du auch. Nee, du siehst gut aus. Das ist keine Frage, dass du gut aussiehst. Warum bist du nicht tolerant? Warum lässt du uns nicht leben? Warum lässt du uns nicht sein, wie wir sind? Weil ich finde, dass, guck mal, so bist du. Darf ich fragen, wie alt bist du? 39 Jahre. Meinst du wirst so noch 40? Meine Oma war ihr Leben lang so 94 geworden. Ich war schon immer, sag ich mal, lecker Mädchen. Und dir gefällt das so? Die prügeln sich um mich. Die prügeln sich um dich. Aha. Ja, nein, ich habe einen festen Freund seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Und was sagt der dazu? Ich meine, ihm gefällt das. Ihm gefällt das, ja. Das ist zum Punkt. Und beim Sex habt ihr keine Probleme. Ja, mein Gott, ja, jetzt hier, dass ich mich über ihn schwingen würde, würde ich ihn nicht antun. Aber wir lieben uns und wir lieben uns. Und welche Praktik ich mit ihm ausführe, das geht dich doch gar nichts an. Du würdest ganz gerne ein paar Pfunde weniger haben. Ja. Warum? Jeanette erzählt, mit der Bewegungsfreiheit ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Weil er hat natürlich recht. Es ist scheiße zu laufen, es ist ungesund. Stufen ist blöd. Du kommst schneller aus der Atem. Ich komme aber auch aus der Atem, wenn ich mich aufregen muss oder sowas. Und dann kommen ja auch andere Leute aus der Atem, die dünn sind oder was. Ich kann nur nicht haben, wir sind dicke Menschen. Wir träumen und denken das genau das Gleiche wie er oder wie jeder andere Mensch. Und ich fordere einfach Toleranz. Ja, genau. Toleranz dem Menschen gegenüber. Und den Menschen setze ich in Anführungsstrichen. Und dann macht das nichts aus, es muss mich niemand heiraten. Man muss mich auch nicht mögen, das ist mir egal. Aber du willst doch noch leben, oder nicht? Ja, ich lebe doch, Engelchen. Ja, jetzt, aber es ist mein Leben, mein Leben. Ja, natürlich. Schreibst du jemanden vor, der raucht, oh, du rauchst deine Lunge? Herr Mann im Himmel, morgen kannst du taub sein. Spannenlange Hansel, nudeldicke Dehren, Heidis wohlgenährte Rundung sind vielleicht nicht jedermanns Sache, aber nicht vergessen, dick ist gemütlich. Ja, und dick kann auch ziemlich schick sein. Also wir wollen fair sein und fair bleiben. Ich bin 1,89 und wiege 95 Kilo. Ist schön für Sie. Ist ein bisschen wenig, viel, also ein bisschen viel, nicht eigentlich. Was wiegen Sie? Ja, wenn ich 2,30 Meter groß wäre, hätte ich mein Idealgewicht. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,70 Meter. Und wiegen also auch viel zu viel? Ja, natürlich. Gehen Sie noch auf die Waage? Ja, natürlich. Und was sagen die Menschen um Sie herum, wenn Sie sie sehen?
Ja, was sollen die Menschen um mich herum sagen? Sie sagen das, was sie sehen. Ne? Guck mal da, die Dicke, die Fette. Wie kann man nur so rumlaufen? Warum tut die nichts? Warum macht die nichts? Ja. So. So sieht das aus, wenn man dicker ist. So sieht das aus, was, wenn man? Ja, so sieht es denn aus wie im Hackfleisch. Das nicht? Sind 5 Kilogramm Bauchfett, nicht? Ja. Was? Dave, Sie sind Kunstmaler, ja, und Initiator der East Side Gallery in Berlin. Ja. Berlin. Ja, ja, ja. Also ein Mensch, der mit dem Auge lebt und nicht nur schaut, der ja das Auge braucht, um seine Kunst zu leben. Ja, mit Ästhetik. Heidi, warum haben Sie gerade gelacht? Ja, der kann doch nicht gucken, der hat doch keine Augen im Kopf. Wenn er das sieht, ich bin doch nicht das, ich bin doch ein Mensch. Oh, das habe ich nicht gesagt. Lass mich ausreden, ich wollte gerne was sagen. Ja. Also, ich finde es genauso. Es gibt dicke Menschen, die nicht ästhetisch aussehen. Und es gibt dicke Menschen, die ästhetisch aussehen. Die sind gepflegt. Es gibt genauso viele dünne Menschen. Ich finde dich genauso unästhetisch mit deinen langen Lötzen im Gesicht. Ja. Das ist unästhetisch. Ja? Und ohne Zähne. Wir sind aus Dresden, eine Wipsch, die Sexy Girls. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? On the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Wieso machen Sie sowas? Ich bin selbst dick. Und ich möchte eigentlich, und das war unsere Idee, dass derjenige, der auf der Straße geht und vielleicht auch so aussieht wie wir, sagt, hoppla, das bin ich, das kann ich auch. Wir wollen ganz einfach Mut machen. Ob früher nun wirklich alles besser war? Tja, darüber kann man ja geteilter Meinung sein. Auf jeden Fall gab es früher noch keine Fernbedienung. Das lief denn so, jemand stand auf, strich sich den Rock oder die Hose glatt, ging zum Fernseher, schimpfte und sagte, die bringen doch nur Mist und schaltete vom ersten aufs zweite. Ja, oder ganz verrückt sogar mal ins dritte Programm. Ja, man wusste doch überhaupt nicht, was das ist, Seppen. Und heute wird ständig geseppt. Nur bei uns ist das ja ein bisschen anders. Man schaltet ein und bleibt dann einfach hängen. Ich grüße euch zwei. Hallöchen. Hallo. Alexander, stämmig gebaut, nicht nur dick, sondern auch groß dabei. Wirst du als Dicker angesprochen oder wie sehen dich die Leute? Ja, nicht als Großer. Also, nein, ich bin, wie werde ich angesprochen? Ganz normal als Mensch. Also, ich habe keinerlei Probleme, werde jetzt irgendwie beleidigt oder in irgendeiner Form. Ja. Wie denkst du über ihn? Wenn du dünner wirst, dann wirst du auf jeden Fall besser aussehen. Also, ich für auch meinen so gut Geschmack. Genug aus. Weil sie, wer dick ist, der kann auch abnehmen. Tu doch mal was dafür. Mach mal ein bisschen Sport hier. Was hast Nimm du, ab. Wenn ich mich so wohlfühle, wie ich bin, was ist dann, wenn ich gar nicht abnehmen das möchte? Das kannst du mir nicht erzählen, dass du dich wohlfühlst. Ist aber so. Nee, das gibt's nicht. Doch. Nee. Also wenn ich jetzt fett wäre oder so, ich würde mich da doch nicht wohlfühlen in meiner Haut. Nee, da würden auch die Leute mit mir mit dem Finger drauf zeigen würden. Die denken, was ist das denn? Was für eine wandelnde Tonne. Das geht nicht. Weiß ich nicht. Manche Männer stehen ja darauf, aber ich persönlich war es ja zum Kotzen. Ist er denn, um bei deinem Wortschatz zu bleiben, eine wandelnde Tonne? Nee, aber eine rollende Tonne.
Ja, ich will aber gar nicht abnehmen. Ich fühle mich wohl so, wie ich bin. Und ich werde von allen meinen Leuten akzeptiert, wie ich bin. Und also ich würde dich aber nicht akzeptieren, tut mir leid. Ne? Ja, was hast du denn für eine charakterliche Einstellung? Ich meine, du hast... Ich suche mir die Leute aus. Ja, aber was ist das für eine Einstellung? Du weißt doch gar nicht, vielleicht hat ein Dicker einen geilen Charakter. Weißt du, und du gehst hin, nee, der ist dick, den will ich gar nicht in meinem Freundeskreis haben. Nee, will ich auch gar nicht. Ja, aber ganz wie ehrlich doof jetzt. Bist du eigentlich? Jetzt das hat mit doof nichts zu tun. Natürlich, das ist eine Charakterschwäche, die du eindeutig aufzuweisen hast. Warum, Steffi, dürfte Alexander nicht in deinem Freundeskreis sein? Nur weil andere Leute dann... Weil er fett ist. Du bist doch einfach nur fett, und du bist einfach nur dumm. Ja, weiß ich nicht. Ich bin lieber dumm als fett. Mann. Ein fetter Mensch kann sich nicht wohlfühlen. Kriegst du das in deine Birne nicht rein oder was? Das geht nicht. Das ist einfach nur fett. Ich kann einfach nur lachen, ehrlich. Das ist einfach nur fett, ne? Und du tust mir einfach nur leid. So ist es. Ja, danke schön. Du mir auch. Ja. Weil so fett wie du zu sein, nee, nee. Da will ich mich schämen, wenn ich mich in den Spiegel gucke, weiß ich nicht. Da denkst du, da passt doch gar nicht dein ganzer Körper drauf. Wenn du in den Spiegel guckst, denkst du, oh, habe ich einen schönen Bauch. So ein Gesicht kannst du gar nicht mehr sehen, weil dein Gesicht so schon so fett ist. Aber du kannst ist. Dein Gesicht doch auch nicht mehr sehen, oder? Ja, natürlich kann ich mein Gesicht sehen. Nee, jetzt mal ehrlich, also so wie du aussiehst, könnte ich nicht in den Spiegel gucken. Nein. Ela, ich grüße dich, hallo. Du hast meine Gäste gehört. Ja. Wie denkst du über sie? Kannst du da etwas unterschreiben und sagst, ich denke ähnlich so, oder? Also zu dir. Du bist eine Tuss, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ich habe dich die ganze Zeit da hinten beobachtet. Ich weiß nicht, wer das jetzt hier war, mit dem Zellulitis. Ja. Deine Hühnerhaut ist schon mal der Hammer, ja? Ja, das ist das Erste. Zweitens, du, wenn du in meinen Freundeskreis gehen würdest, du würdest so von mir deinen Maul vollgestopft kriegen, echt? Aber vom Feinsten. Hast du dich, einen Freund? Dich, ja, ich habe einen Freund und ich bin ziemlich glücklich, seit 3 Jahren. Also, oh, seit 3 Jahren, Respekt. Ja, Respekt. Es gibt nur mal welche Jungs, die auf fette Leute stehen. Ja, gibt's du, auch. Vielleicht muss ist der Sex besser mit mir als mit so einer wie dir. Weiß also, ich, weil, ist überhaupt die Frage, ob man bei dir überhaupt das findet. Echt? Oh. Und Aussehen ist nun mal wichtig in der heutigen natürlich Zeit. Natürlich ist das Aussehen wichtig, aber du musst doch mal ein bisschen hinter die Fassade gucken. Und natürlich hat es vielleicht ein schlanker Mensch irgendwo einfacher, dass die Leute auf ihn zukommen, weil der ist ja schlank und attraktiv und hast du nicht gesehen. Tut mir leid, du bist für mich eine ganz hohle Fritte. Wenn ich mich länger als 5 Minuten mit dir unterhalte, verblöde ich gleich mit. Ja, musst du dich doch gar nicht mit dir unterhalten. Als regelmäßiger Zuschauer von Voll Total, da kennen Sie ja schon unseren Stammgast Bernd. Ja, Bernd ist ja dieser Funskerl, der uns in der letzten Sendung noch versprochen hat, nach der Grillsaison abzunehmen. Ja, nun haben wir aber leider vergessen zu fragen, nach welcher. Ja, Sie können sich schon denken, aber gucken wir doch mal nach, ob es geklappt hat. Bernd war vor einiger Zeit schon einmal bei mir, hat damals, lasst mich lügen, um die 250 Kilo gewogen. Auf meine Frage, wie es dann aussieht mit Abnehmen, meinte er so, verspreche ich dir, aber erst nach der Grillsaison. Bernd, sei gegrüßt. Tja, wie war die Grillsaison? Tja, leider gibt es so eine Tischgrille, die man auch mit reinnehmen kann. Das heißt, wir sind auch in die Wintermonate gekommen mit dem Grillen. So ist es. Leider. Damit alle wissen, was damals passiert ist in der Sendung und vor allen Dingen auch, was du damals noch gewogen hast. Gucken wir uns ganz kurz nochmal die Bilder von damals an. Schauen Sie mal bitte. Du hast ein tierisches Gewichtsproblem. Ja, aber ich möchte mich verbessern. Ich wiege 251 Kilo. 251 Kilo? Ja, mich konnte man eben wiegen und ich bin auch ein bisschen geschockt. Würdest du gerne abnehmen, Bernd? Ich würde abnehmen. Nach der Grillsaison jetzt werde ich versuchen abzunehmen. Ich weiß, dass ich es nicht schaffe, es ist während der Grillsaison und deswegen habe ich mir zu Ziel gesetzt, dass ich nachher Grillsaison... Ja, aber die Grillsaison ist doch jedes Jahr wieder. Kannst du nicht dann... Deine Gesundheit. Deine Gesundheit. Ja, mal sehen. 251 Kilo. Damals waren es 251 Kilo. Was wiegst du jetzt? Um mit 280 Kilo. Ja, ich habe noch ein bisschen zugelegt. Bloß jetzt weiß ich, ich muss anfangen abzunehmen. Ich habe im Juli einen Herzanfall gehabt, war im Krankenhaus so eine ganze Weile und
jetzt. Ich sag noch zu dir in der Sendung, Alter, das ist nicht gut für deinen Körper, mach was. Ja, lass den Alten mal reden da vorne nach der Grillsaison. Jetzt sitzt du hier, dir geht's nicht gut und du? Ja, ich hab schon auf Hähnchenfleisch umgestellt, aber trotzdem bergauf. Mit Haut drumherum noch, oder wie? Ja, das Wichtigste, ja. Brustfleisch schmeckt nicht so, ne. Was muss denn noch passieren, damit du merkst, das ist nicht nur eine Spielerei oder ich fühle mich vielleicht einen Tick besser, das geht einfach um mein Leben. Ich hab's aber schon wieder mal probiert, ich schaff's einfach nicht, ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, ich brauche ein Ziel und ich weiß noch nicht, was für ein Ziel. Und abnehmen? Ja, abnehmen. Man kann sich, die Wagen, die gehen meist nur bis 150 Kilo und man kann sich nicht wiegen und das ist das größte Problem, glaube ich. Du kommst einfach nicht aus dem Pushen. Auf dem Pushen nicht. Du sei mal ganz ruhig. Aber dir ist klar, dass das nicht nur ein bisschen Übergewicht ist, sondern dass du ein Suchtproblem hast, oder? Ich habe ein Suchtproblem, ein Esssuchtproblem, ja. Ja, wenn du das doch selber erkannt hast und wenn du das doch selber einsiehst, wo ist dein Problem? Wo ist dein Problem? Der Kopf spielt nicht mit. Ich fange an abzunehmen, ich schaffe es 2 oder 3 Tage und dann brech ich ein. Also, du musst hart bleiben. Du musst einfach nur hart bleiben. Das ist leicht gesagt, ja. Nee, das ist auch leicht, definitiv. Ja, du bist eine von 100, die es schaffen. Ja, na und? Dann nimm dir, du musst dich doch nicht an denen orientieren, die es nicht schaffen, oder? Ziel müsste sein, dass du dir im Kopf klar machst, dass wenn du noch weiter zunimmst, dass du stirbst. Sage ich auch, das ist eine Sache des Kopfes. Das müsste dein Ziel sein. Was ist mit deinem Bein? Dein rechtes Bein ist deutlich dicker. Das Wasser, die Drüsen arbeiten nicht richtig. Und das ist eine Folgeerscheinung, weil ich schon längere Zeit gestickt bin. Da ist Wasser drin. Das Bein ist krank. Ja. Was sagt denn dein Doktor zu? Ja, mein Doktor, ja. Warum schickt er dich nicht in Kur oder so? Da muss man doch irgendwas machen. Gehst du überhaupt regelmäßig zum Arzt? Ja, doch. Blutdruck messen kann er auch. Der hat extra eine Manschette besorgt, die auch um den Arm passt. Was machen die Deutschen eigentlich in ihrer Freizeit? Ja, Freunde statt Konsum heißt hier die Devise, denn eine Untersuchung zum Freizeitverhalten hat nun ergeben, dass 90% aller Deutschen ihre Freizeit vor allem mit ihrer Familie oder mit Freunden erleben wollen. Also nichts mit schnell nochmal los und shoppen. Ja, und für die meisten bedeutet Freizeit, dass ihnen dabei niemand reinredet. Ja, das finde ich natürlich richtig. Sie entscheiden völlig freiwillig, dass sie jetzt vorm Fernseher sitzen. Also, wenn ich hier drin nicht arbeiten müsste, ich würde es genauso machen. Grüßt euch, ich bin der Klaus. Ich druck meine Augustiner-Aktie jeden Tag mit mir rum und ich stehe zu meinem Bierbauch. Du kommst aus Bayern? München, ja. Und arbeitest als Kellner in einem Münchner Biergarten. Genau. Und natürlich auch auf der Wiesn, auf dem Oktoberfest. Genau. Sag mal, hast du kräftig gearbeitet an deinen Funden? Ja, jeden Tag 3-4 Massen. Das braucht man. Ja, also wir haben schon einige dünne, ich finde es mehr schlimm, dünne Kellner. Wenn es 5 Massen in der Hand haben, dann machen wir gerade die Brechen zusammen. Ich finde, wir Dicken haben mehr Freude am Sex. Sie haben ja auch eine große Familie, haben 3 Kinder, 4 Enkelkinder, also gesundes Sexleben. Ja. Finden Sie sich selber auch sexy? Ja, man muss ein bisschen Bauch haben und ich finde, das ist sexy. Es ist genau, wenn eine Frau weniger Brust hat, findet man sie nicht sexy, also ist das so ein Ausgleich. Also mit der Sexualität habe ich keine Schwierigkeiten. Ich will keine schlanke Frau. Eine schlanke Frau ist hysterisch, ist bösartig. Oh. Also, ich bin der Meinung, dass die Dicken sich alle sammeln und anhäufen für die guten und schlechten Zeiten. Wer weiß, was noch kommt. Also du würdest sagen, Klaus und Jürgen sind so richtige Hamster. Ja, das denke ich schon, ja. Aber ich denke mir, früher war es so im Krieg, dann haben die wohl nichts zu essen gehabt oder danach lange gehungert und haben gedacht, für schlechte Zeiten kommt bestimmt mal wieder was zusammen. Ne? Ja, die Dicken, ja. Komm, trau dich. Ja, die Argumente. Ja, die wissen eigentlich, wie du schon sagtest, wir wollen euch entspannen. Ihr könnt euch nicht anders entspannen, einfach nur mit Futtern. Und das ist einfach so eine Sache. Es gibt auch andere Möglichkeiten, um relaxed zu sein. Man muss nicht unbedingt jedes Mal bei jedem Päuschen irgendwie 2, 3 halbe noch trinken. Würdest du denn sagen, dass wenn jemand etwas dicker ist, dass er sich auch gehen lässt, dass er unästhetisch aussieht? Ja, auf alle Fälle das. Wie du schon sagtest, bei der Missionarstellung irgendwo hängen geblieben. Ich gucke auch gerne beim Sex ein bisschen zu. Und das, so. Ich, das ist, glaube ich, eine andere Sendung hier. Doch.
komme das Dicke nicht bewegen, sondern das weise ich auf entschiedenste zurück. Also ich arbeite in einem sehr großen Biergarten, wo man also den ganzen Tag viel laufen und wirklich viel Massen stemmen muss. Und ich meine, ich mit meinem Gewicht tue mir überhaupt nicht schwer. Ja, im Garten, du arbeitest auch im Garten, an der freien Fläche. Das ist mit den Elefanten, die sind auch in der freien Natur. Aber wenn sie in einem kleinen Laden wären, dann wird es schon schwierig, an den Tischen vorbeizukommen. Wir müssen im Haus oder im Saal arbeiten. Deswegen kriege ich genauso mehr Luft. Tja, Frank, lieber einen dicken Bauch als gar nichts Hervorragendes. Einen ziemlich prallen Beitrag haben wir noch. Bitte schön, Dunja. Ja, dicke Menschen. Wenn ich sehe, wie sie jeden Tag bei McDonald's reinwandern oder so, halte ich da absolut gar nichts von. Weil dann im einen sagen sie, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich komme die Treppen nicht mehr richtig hoch, ich finde keine Hose in meiner Größe und ja. Na, woher willst du wissen, wie dicke Menschen sich fühlen? Du warst vielleicht 30 Kilo, findest du das dick? Ist eine Menge, ja klar. Wo lebst du, Mann? Du warst schwanger, ey. Ey, sowas wie dich, ne? Das sind so. Was ist das denn? Wenn Dicke, ne, sich wohlfühlen, dann kannst du doch nicht sagen, du steckst doch nicht in deren Haut. Möchte ich auch gar nicht. Ja, also. Ich möchte auch nicht in so ein Streichholz von der Landschaft. Kannst du mir erzählen, dass du dich mit deiner Armeehose, die dir von der Bundeswehr in Übergröße kriegst, ja, der dickste, wow, dass du dich mit der noch so super, wow, wohlfühlst? Hey, guck mal, du, ne, du kriegst noch nicht mal eine Hose in normalen Kindergrößen. Was? Doch, die kriege ich. Hey, Babymann, du bist Baby für mich. Babymann, Baby. Boah. Die will so aussehen wie so ein Topmodel, damit jeder Junge, die hinterher guckt, ey, sexy Lady. Und in Wirklichkeit ist das ein dummes Lady, ey. Ein dummes. Die lachen die aus, die poppen die einmal und dann... Hey, Benni, grüß dich. Na. Also ich muss erst eins mir sagen, du sagst, sie ist zu dumm für die Welt und du bist zu fett für die Welt. Man, weißt du? Ja, du bist ja zu dumm. Guck mal, ich bin zu dick für die Welt, die ist zu dumm für die Welt, du bist zu hässlich für die Welt. Ja, guck mal, du bist alles in einem. Du bist alles in einem. Ja, dass die sich alle was vormachen. Ja, überall laufen sie rum. Ah, ich bin schön, ich bin geil, ich bin sexy, ich fühle mich wohl. Dabei waren sie nicht mal angerührt. Ja, das ist einfach so. Und dann gehen sie nach Hause und bomben sich wieder 3, 4, 5 Schokoladen rein. Nee, Döner. Ja, also 20 Döner, ja. Du bist auch mal lieber ein Junge, du guckst erst mal aufs Äußere, oder? Ist das nicht so? Bevor du guckst, welcher Junge dir gefällt, dann guckst du auf den dicken Charakter. Pass mal auf, oder? Mein Freund ist hässlich wie die Nacht, aber der ist so lieb, ne? Der ist so lieb, der Junge, der bleibt treu, der bleibt treu. Der kommt nicht aufs Äußere an, du musst hier drauf achten. Das sagt hier alle, das sagt ist oberflächlich, immer, ja. Oberflächlich ist das. Dieser Dicke, wie heißt du nochmal? Alex. Dieser Alex? Dicke. Das ist, wie du aussiehst, schäm dich mal, ein fettes Schwein, tust du mit deinem Anzug, wenn du was Besonderes bist. Ja, Mann. Und die da hinten, du, was ja, meinst du? Wenn du durch die Straßen gehst, dann kotze ich jetzt nicht mal Stunden lang. Weißt du, warum du mit deiner Dicken zusammen bist? Damit du neben ihr noch hübsch aussiehst. Du bist nämlich genauso hässlich. Ja, und du fettes Mann, Schwein, ja. du kannst nur deine Armeehosen anziehen. Hast du noch andere Hosen? Ja, ich hab... Da passt ja von dir Dankeschön. Ich finde es ja immer sehr schade. Man kann sich ganz kurz, ganz langweilig, mal Ruhe, Benni. Man kann sich ja mal... Ruhig, sei doch mal ruhig. Seid doch nicht immer gleich so persönlich. Meine Güte, wie kann man gleich sagen, fette Schwein und so? Ja, was er sagt, das sagt doch ein dicker Mensch von mir aus. Aber nein. Hallo. Ja, der hat aber recht. Wir können uns darauf einigen, einen gewissen gepflegten Umgang zu. Ganz ruhig. Einen gewissen gepflegten Umgangston zu haben. Fette Schwein möchte ich nie wieder hören. Ansonsten kann man auch einfach sich versuchen, den Namen zu merken. Und wenn man es nicht weiß, dann frag oder mal zeig auf den Menschen. Oliver, ich stehe da echt drüber, wenn solche Idioten... Nee, wenn Entschuldige bitte, ist. Möchtest du bitte rausgehen? Ich möchte es gerne. Dankeschön, dass du da warst. Bitte in die Richtung raus. So, und das war es leider schon wieder für heute. Ja, und wenn wir die Sendung mal Revue passieren lassen, dann kann man, glaube ich, schon sagen, lieber dick als doof. Ja, abnehmen kann man immer noch. Aber wenn man doof ist, naja, machen Sie es gut. Bis bald. Du hast ja so, du bist ja eigentlich ganz nett, ja, aber das... Ja, siehst du, so bist du ganz nett. Meinst du, ich bin anders, nur weil ich hier vorne einen Sack vor mir trage, oder was?